Und damit Hallöchen hier zurück zu Warcraft 2. Wir haben noch immer die Option, die Mission vielmehr, 5 Ölraffinerien zerstören. Das ist auch alles vermutlich okay, schwierig. Ich glaube, die Insel ist hier auch komplett zu Ende. Ne? Also wir haben hier, wir müssen quasi, das Einzige, was wir in dem Sinne, in Anführungsstrichen, das Einzige, was wir machen müssen, ist hier ein paar Schiffe bauen. Weil, naja, zu Land kriegen wir genau gar nichts mehr hin. Hier ist die ganze Küste, da ist einfach mal zu Ende. Und ansonsten, hier ist überall verbunden. Ich komme dann nirgendwo quasi sonst auf die andere Seite von dem ganzen, von der ganzen Insel hier, wenn man sich das auf der Map mal anguckt. Deswegen, wir brauchen ein bisschen Wirtschaft, damit wir Schiffe bauen können. 2000 Öl haben wir, damit könnte man, na gut, Zerstörer, wenn wir Zerstörer bauen wollen, kriegen wir damit 4 Stück hin. Die kosten, glaube ich, 700 Öl. 4 Stück könnten reichen. Sollte. Müssen wir schauen. Müssen wir gucken, wie das so geht. Aber dann kriegen wir das bestimmt hin. Zu Diensten. Zu Diensten. Klingt die aus? Ach nee, das ist der. Ja. Okay, das war der. Ja, wollte gerade sagen. Das Katapult. Ich finde es ja schön, dass alle Figuren irgendwie einen Spruch sagen. Nur das Katapult, was natürlich komplett autonom funktioniert und keine Hilfe menschlicher Natur braucht, macht es halt als Bestätigungssound diese Knarzgeräusche. Ist total schön. Nein, da ist keiner dran, der das bedient. Nein. Das ist einfach nur so da. So, hier kaputt machen bitte. Ja, das kriegen wir nicht hin, ne. Ja, wobei. Vielleicht doch. Wie lange will denn ihr da noch hier herumhängen? Ne, dann gehe ich mal wieder weg hier. So, wo ist der Hof? Da noch nicht fertig. Will ihr mich ausspähen hier oder was ist da los? Ich weiß nicht mal, ob der KI das wirklich was bringt, weil eigentlich theoretisch weiß der Computer ja, was hier passiert. Weil der berechnet den ganzen Quatsch. Ne, mal so gesehen. Ich weiß ja nicht, wie sehr der schummelt. Kann ich gerade mal nicht genau sagen. Deswegen ist halt die Frage, inwiefern da die KI jetzt wirklich alles weiß oder ob die quasi auch eine Begrenzung hat, dass sie quasi nur das weiß, was hier dann auch wirklich von der aufgedeckt wurde. Ist halt, ja, ist eigentlich eine gute Frage, wie so eine KI an der Stelle funktioniert. Ich meine, die muss ja quasi, sie muss ja quasi aktiv eine Berechnung geben quasi, dass das Vieh eigentlich keine Ahnung hat. Na, mal so gesehen. Im Prinzip muss die KI sich eigentlich immer schlechter machen, als sie eigentlich ist. Ne, weil, also zumindest wenn es um solche Sachen geht wie Aufmerksamkeit von wegen, wo irgendwas ist, dass man da nicht alles direkt von mitbekommt oder nicht weiß, ohne es nicht zu sehen oder auch wenn es meinetwegen bei irgendwelchen anderen Spielen um Zielgenauigkeit geht oder solchen Kram. Dass eigentlich immer nur, also dass quasi je nach Schwierigkeitsgrad einfach mal die KI schlechter gemacht, als sie eigentlich sein sollte. Aber es ist ein anderes Thema. Ich habe keine Ahnung, wie eine KI in der Form genau aufgebaut ist, wenn es um sowas hier geht. Oder überhaupt um Computerspiele. Kein blassen Schimmer. Habe ich zwar schon öfter mal irgendwie gehört, von wegen, oder man merkt es halt im Laufe der Zeit, dass der Computer vielleicht ein bisschen schlauer wird, in dem Sinne, oder dass der komplexere Sachen kann und macht. Auch in Spielen, dass der computergesteuerte Spieler durchaus immer umfangreicher werden, aber keine Ahnung, wie das genau aus technischer Sicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Da explodiert die Luft. Ist nicht schön. So, ein Hafen. Ich brauche den nicht mal hier Upgrades ranpappen, ne? Theoretisch. Wenn, na, ich mache das trotzdem mal. Einfach so, weil es geht. Das ist immer noch ein bescheuertes Schaf. Vor allem, es ist halt kein Schaf. Es ist ein Mild. Ja. So, kann ich da noch was bauen? Eine Scharmide. Habe ich nichts von. Meine ich. Weil, wie gesagt, Landkampf, ne. Brauchen wir nicht. Kann ich schneller bauen. Kann ich schneller vorspulen hier. Zack, Hafen fertig. Ich könnte einen Öltanker bauen. Ja, ich hoffe, also eigentlich hoffe ich, dass ich mit 4 Zerstörern auskomme. Ich denke mal zwar nicht, aber hoffen kann man ja wohl. Alles klar. Deswegen mal gucken, wie das da so genau aussieht. Habe ich ja noch eine zweite Öl, hier eine zweite Goldmine? Nein, ne? Tatsächlich sind die Ressourcen hier tatsächlich gerade mal ein bisschen begrenzt. In dem Sinne. Zumindest nicht so knalle viel. Hier sind halt 16.000 Gold noch drin. Gut, ich habe noch 5.000. Und eigentlich sollte man auch schlauerweise nicht irgendwie viel Geld für anderes ausgeben. Hier so eine riesige Landarmee machen wir auch Quatsch. Es sei denn natürlich. Oh, nee, eine Fähre können wir nicht selbst bauen, oder?
so wie es aussieht. Ach, ich habe mich verrechnet. Habe ich mich verrechnet? Muss ja. Warum habe ich da gedacht, dass wir da 4 Stück von bekommen können? Ich bin doof, klar. Irgendwie bin ich von 3000 Öl ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, warum. Da steht nämlich, da scheint die ganze Zeit sehr eindeutig 2000. Kein blassen Schimmer. Ich habe irgendwie geguckt, was alles in 3000 reinkommt. Und da war natürlich 4 dann das maximale Vielfache von 7. An der Stelle, also 4000 von 700. Ihr wünscht? Mal so gesehen. Das war, naja. Habe ich mich vertan. So. Dann brauche ich doch auf jeden Fall Öl. Aber hier sind auch ein paar Ölfelder, das passt schon. Mal gucken, ob ich überhaupt so viele Ölraffinerien finde. Man weiß es ja nicht. Ich werde jetzt mal speichern. Ja. Au, okay, da ist noch mehr Lil-Krams. Das ist ein Ölboot. Ach, das ist mein eigener. Ich wollte ihn gerade angreifen. Ja, auf die Insel, hier könnte man, ne? Die sollte wahrscheinlich abgeschlossen sein. Halt! Nix! Okay, das sind ein bisschen viele. Das sind ein bisschen sehr viele. Folgen die mir. Das sind ein bisschen sehr viele. Ich hoffe, das Katapult reißen müssen, was? Hallo, Katapultchen! So. Das Katapult macht, glaube ich, mehr als die Schiffe selber hier. Ja. Fast. Was ist hier noch? Oh, das ist gut. Ja. Schön. Die Schiffe sind auch gleich Matsche, aber dann geht's. Ja. Und so haben alle davon überlebt. Ist das nicht schön? Na gut. Ich kann ihn trotzdem nicht reparieren. Das ist immer noch ein bisschen doof. Und die hätten auch mal ein bisschen mithelfen können hier. Mal ganz ehrlich. Die haben ja nichts gemacht. Das war gar nichts. Pack's mal dahin. Man weiß ja nicht. So, noch ein Schiffchen hier. Wunderbar. Weiteres Öl, ja, wird noch geholt, ne? Können wir noch einen zweiten Öltransporter basteln. Machen wir das. Und ich hoffe, der Gegner baut keine Schiffe nach. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen in dem Sinne. Zumindest der Turm sollte jetzt nicht mehr beschützt sein. Nö, 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 das waren ja auch nur 4 Schiffe. Ne, mal so gesehen. Das waren ja nur 4. Das hat als Verteidigung auch wohl vollkommen gereicht, würde ich mal sagen. Oi, Captain! Skipper! Skipper! Naja, das dauert ein bisschen. Aber, warte mal. Halt. 5 Ölraffinerien zerstören. Also, das ist eigentlich vollkommen egal hier. Der Turm ist egal. Es geht um die Raffinerien, die irgendwo hier unten alle verteilt sein müssen. Weil ansonsten ist auf der Map kein Platz mehr. Wie gesagt, deswegen, ich hoffe mal, ich finde überhaupt genug von den Raffinerien. Aber klar, ne, die Mission wird so aufgeteilt sein, dass es halt passt. Aber trotzdem, ich fände es halt lustig, wenn man das in der Form nicht gewinnen könnte, weil einfach nicht genug da ist. Das wäre halt komplett bescheuert. Aber, naja. So, jetzt wäre das halt vielleicht mal. Man weiß es nicht. Ich sollte wahrscheinlich mehr... mehr Schiffen unterwegs sein hier. Oder hier ist halt kein Widerstand mehr. Doch, das ist ein Widerstand. Doch, sehr eindeutig ist ein Widerstand. Da ist ein Widerstand. Ich habe das Schiff entdeckt, was uns kaputt machen könnte. Oder was der Verteidigung ist. Ich habe es entdeckt. Ganz alleine. So. Der macht doch nichts, ne? Ah. Eine Gießerei. Warum auch nicht? Braucht 400 Öl. Ja, die sollte ich bauen, damit die Schiffe ein bisschen stärker werden. Wäre sinnvoll. Kann ich das upgraden? Nein. Hallo. Oh. Ölraffinerie. Hey, ich muss eine Fähre bauen können, ne? Sobald ich die Gießerei habe. Okay. Kann ich das auch? Warum auch nicht? Weil ich muss irgendwie auf die Insel kommen können wegen des Goldes. Sonst wäre es Quatsch. Ich habe ein Schiff leider verloren von denen. Ach, ein bisschen schade. Aber naja, so ist es halt. So ist das, was hier ist. Immerhin hat er mich nicht verfolgt, der Kampfbot. Das hätte, glaube ich, ein bisschen Stress gegeben hier. Der hat uns einiges kaputt gemacht. Die sind ziemlich stark. Die sind zwar auch wahnsinnig langsam, aber wenn sie dann treffen, dann treffen sie gut. Muss man dann doch mal wieder feststellen. Erledigt. Ah, guck mal. Panzerung. Ja. Na klar. Alles, was da ist, macht es stärker. Ich weiß zwar nicht, wie viel. Panzerung 10. Ist eigentlich schon sehr in Ordnung. Ah, Schlachtschiff. Ui. Aha. Interessant. Das baue ich doch mal gleich. Wenn ich das nächste Öl habe.
Das ist ja mal schick. Okay, also das ist die Mission, wo wir in die Vielfalt der Seefahrt eingeführt werden. Klage haben wir vorher auch Seefahrt, aber nicht so viel in der Form. Panzerung verstärken plus 5. Ja. Ich meine, dass die Panzerung, dass der Schaden oder dass die Menge der Panzerung einfach von dem Schaden abgezogen wird, was der Gegner macht. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher bei solchen Werten, aber ich glaube, das ist sowas in der Art. Dass quasi, wenn der Gegner sonst 20 Schaden macht, werden hier, gut, hier werden dann genau 20 Stück abgezogen. Oder wenn er 50 Schaden macht. Na, wobei, es kann eigentlich nicht sein. Sonst würde so ein kleines Schiff, wenn er halt schlecht trifft, so ein Ding hier gar keinen Schaden machen. Oder ist es Prozentsatz? Ich weiß es nicht. Dass irgendwie Prozente von abgezogen werden? Ich habe keine Ahnung. Kein Platz, Schimmer. Ich hätte gerne noch ein so ein Schlachtschiff. Oder aber das Upgrade hier. Kampfkraft plus 5. Wäre für die Kleinen interessant, für die Großen nicht. Deswegen, ich baue mir noch weiteren Großen hier. So ein Nicht-Kampfpot. Ich will immer noch Kampfpot sagen. Ein Scharlacht-Schahaf. Das ist Stufe 3, weil zwei Upgrades waren, ja, ne? Zwei. Ja, genau. Weil da zwei Panzerungs-Upgrades waren. So. Ja, ich guck mal, ne? Ich werde nochmal speichern hier. Mal gucken, was da unten so geht. Wie viele Kampfpötte bei denen dann da rumstehen werden. Was wird es denn da zeigen? Ansonsten, ich müsste noch einen kurzen Moment warten, um mir noch ein weiteres Schlachtschiff zu basteln. Die haben es neu aufgebaut hier. Toll, schön. Ja, die machen gut Schaden. Allerdings schießen die halt wirklich seltener. Aber es ist schon, es ist nicht zu verachten. Es ging deutlich schneller als vorher. Ging noch sehr flott. Na, oder warte ich doch nochmal auf das andere Schiff? Na, nee. Jetzt, wo ich das schon so sehe hier. Nee. Es wird gleich trotzdem eins kommen hier. Ich baue da noch ein weiteres. Aber ich werde trotzdem schon mal ein bisschen vorstoßen unten. Hallo? Achso. Bauernhöfe, na geil. Hier kommen hau rennen, das Ding. So ein Quatsch. Dann warte ich noch. Dann warte ich nicht. So ein Quatsch. Und sterben bitte. Bums. Die haben so wenig Leben, die eigenen Schiffe hier. Das ist schön. Das ist eine Gießerei. Ist auch nicht das Richtige, was ich eigentlich hauen soll. Ah, werde was soll's. Na. Ah. Da ist endlich meine Raffinerie hier. So. Ach, guck mal. Das ist ja niedlich. Okay, ein Schiff verloren. Sehr gut. Da dürfen die auch angreifen, wenn das denn geht. Ja, das ist der macht bis jetzt sehr viel Schaden, der Turm. Uncool. Das ist ein bisschen sehr uncool. Tja, gefällt mir nicht so ganz. Aber naja, die Richtung ist schon mal okay hier. Ich hab schon wieder 600. Nee, warte mal, das ist falsch. Eine Fähre will ich ja gar nicht. Was soll ich denn damit? Außer Fähren halt. Das fände ich aber nicht sehr fair. So. Ja, ja. Hier sollte eigentlich auf der linken Seite nichts sein, theoretisch. Oh, das ging schnell. Ich glaube, die Panzerung macht gut was aus für uns. Oh ja. Doch, doch. Ich glaube, das hilft schon sehr gut. Oh, hehe. Ja, die Panzerung macht doch so einiges. Na, wobei. Schaden kriegen wir auch noch. Das war ein bisschen knapp jetzt. Das hätte durchaus daneben gehen können. Achso. Ach nee, was will der Turm denn hier? Das ist ja egal. Das eine schöne Schiff ist schon wieder kaputt. Das ist doof. Ich dürfte einfach nicht so dicht hier an das Ufer ran. Das würde schon helfen. Von hier aus kann ich das ja ruhig alles zerstören hier. Die Raffinerien hier. Hier gibt es auch keinerlei Fortschrittsanzeige, wie viele man schon ausgeschaltet hat. Warum auch, ne? Warum Fortschritt haben wollen? Warum darauf hinweisen, hey, du machst alles super, geil, mach weiter. Ja, war halt einfach damals noch kein Feature. Hat sich später dann so eingebürgert, dass man quasi immer mehr Anzeigen bekommen hat, von wegen, wie weit man eigentlich ist und was man so als Motivation vielleicht noch hätte. Oder dass man halt eindeutiger angezeigt kriegt, was man eigentlich zu machen hat. Dass das an der Seite dann irgendwo steht, als Aufgabe die ganze Zeit, so ein Krams halt. Ey, die kleinen Schiffe zerfallen ständig.
Das ist voll fies. So. Machen wir noch ein großes, wenn die Kleinen zerfallen. Meine Güte. Es geht auch anders. Ah, Hafen. Männer bauen eh nichts nach. Ich habe wirklich den Eindruck, die bauen extrem wenig irgendwie nach. Zumindest stellenweise. Das ist echt nicht viel ist, zumindest. Na. Ah, da verliert ein Schiff. Ja. Das war ein bisschen knapp, aber es sollte die letzte Raffinerie sein hier. Deswegen da nochmal hier mit runter. So. Sollte gleich geritzt sein. Aha. Na, noch was? Ah, mal eine Mission, wo man nicht alles kaputt machen musste. Wow, das kommt selten vorgefühlt. Sehe ich. Aha, Sergeant. Oder sehr geahnte. Aha, aha, total spannend. Dritte Akte der Norden des Landes.